Ja, moin, willkommen zurück zu 9 Years of Shadows. Beim letzten Mal waren wir in einem Porträt und haben da neue Sachen gelernt. Und zwar können wir uns jetzt in eine Meerjungfrau verwandeln, wenn wir unter Wasser sind. Ja, hier, in diesem Porträt waren wir. Ganz geil eigentlich. Und da haben wir einen Boss am Ende noch gemacht. Eine zweiköpfige Schlange, der war anstrengend. Ja. Wir können jetzt hier ein bisschen upgraden. Jo. Schön. Mehr Licht für uns, bitte. Danke. Du. Okay, du hast nichts. Wir können aber auch Rüstung upgraden. Was nehmen wir? Poseidon? Oder Zeus? Ich glaube, wir nehmen erstmal Zeus. Electric Elemental Power Increase. Dann haben wir mehr Elektro Power. Ja, ja. Weiter kann man es nicht upgraden. Man kann alles einmal upgraden. So sieht's, wirkt das gerade. Okay. Oh. Okay, keine Ahnung. Na gut, ey. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Und ein Abo da. Ich mag das Spiel. Das ist echt cool. Bis jetzt. Die Sachen können wir jetzt aktivieren. Aha, und hier. Meerjungfrau. Auch ganz nice. Hier kann man so dashen und dann rausspringen. Bam. I like. Okay, die Schalter gehen unterschiedlich auf und zu. Verstehe. Easy. Aha. Hier ist eine nicht zerstörbare Wand, ich dachte. Man kann nur schwimmen, wenn man eine Meerjungfrau ist. Obviously. Okay, was ist das? Ein Rüstungsteil. Okay, jetzt brauchen wir noch eins. Dann können wir Poseidon auch aufrüsten. Guarded. Okay. Hier können wir nicht weiter. Kommt man nur von der anderen Seite hin mit dem roten Element. Feuer wahrscheinlich. Ja, nicht wahrscheinlich. Wissen wir. Okay. Muss man hier nochmal durch. Bang. So. Wir können jetzt zurück und dann da hoch wahrscheinlich. Speichern wir nochmal. Ach, das Spiel ist so schön. Also visuell. Und Musik und Sound sind auch alle ganz geil, finde ich, bis jetzt. Und zwar recht einfach bis zu dem Boss. Der hat dann irgendwie in der Schwierigkeit ganz schön zugelegt. Der war jetzt auch nicht wirklich schwer. Moment. Aber Alter, warum gehst du denn bei? Was will ich denn machen, wenn ich hier in der Ecke bin? Hä? Das ist ja komplett dumm. Das ist halt irgendwie dämlich mit den Gegnern hier. Teilweise. Dass man da so komisch stehen muss. Okay. Okay. Die outrangen den einfach. Ja, das. Also balance-technisch, wenn man das dazu zählen kann, kann man, glaube ich. Ist es komisch irgendwie. Teilweise. Oh, hello. Okay, Geld. Geld brauchen wir immer. Hier nach rechts.
Hier ist irgendwo ein blauer Schalter. Wahrscheinlich hier oben, ja. Okay. Schön. Aha. Dü-dü-dü-dü. Aha. Noch ein Wasserfall an. Bang. Uiuiuiui. Nach oben und dann links. Da kommen wir, schaffen wir eine Verbindung. Ne, schaffen keine Verbindung. Wer bist du? Vielleicht ein Entwickler, der sich hier verewigt hat oder so? Kann ich mir vorstellen. Ist auch immer ganz nett irgendwie. Warum nicht, ne? Bumm. Ja. Schießen wir den halt. Bumm. Eieieiei, wie man... Oh. Ich habe ein Achievement gerade bekommen dafür, dass ich irgendeine bestimmte Anzahl, also x-mal mein Dings wieder aufgeladen habe. Mein Licht. Okay, wir gehen erstmal runter. Wenn das Licht ausgeht, kann man ja. Das war nur auf Zeit. Kann man ja sein Licht komplett wiederherstellen, wenn man im richtigen Moment drückt. Das hier der Questboss? Ich glaube ja. Endlich eine gute Mahlzeit. Ein Schwung meiner Axt sollte für dich ausreichen. Versuch's. Kleine Worte von einer kleinen Kreatur. Ich bin der große Ulf. Upcoming vom... vom alten Stamm der alten Stamm aus den Weißen Landen. Erbe von ihrem Vermächtnis. Ich werde Ruhm und Ehre in ihre Erinnerung. Also, ne? Ja, bla. Okay, und sie sagt, du willst das machen, indem du Leute isst. Oh, die Gottheit, die Göttin Hel hat mir die Kraft gegeben, um jeden Kampf zu gewinnen. Oh, okay. Ja, ja. Ja, das ist also ein Mix irgendwie aus, oh boy. Griechischer Mythologie, ups. Ja, oh klar. Griechischer Mythologie und nordischer Mythologie, ganz geil irgendwie. Warte, wir machen, okay. Damit machen wir mehr Schaden, glaube ich. Hm? Komm her, ja, du. Au. Komm her, Junge. Und jetzt gleich tot. Oh boy. Oh boy. Nee. Okay. Bin. Ja. Bro. Oh. Komm her, du Lappen. Yes. Ah. GG. Okay, ich glaube, die Bosse in den Porträts sind dann wahrscheinlich immer schwerer, oder was? Der war ja jetzt auch nicht schwer, der war nur ein bisschen nervig. Und das war die Quest. Schön. Okay. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Ach, sind die immer nur optional? Nee.
Hallo? Ah, nehme kein Licht mehr. Die Göttin Hel, aka Hel, ist doch... Wollen wir zurück, oder? Nö, eigentlich nicht. Nee, eigentlich wollen wir nicht zurück. Ich wollte jetzt nur zu dem Theater und die Quest abgeben, aber das können wir auch da oben machen, ja. Ach, verdammt. So, resetten. Göttin Hel ist doch... Die Gebieterin der Unterwelt in der nordischen Mythologie. Sowas wie Hades. Hades in der griechischen, ne? Das Äquivalent zu Hades sozusagen. Glaube ich. So, was ist hier? Können wir hier eine Verbindung herstellen? Mhm. Bang. Okay, diese... Ja. Armor abzugraden ist schon... Moment, ziemlich geil, glaube ich. Ah, da, nee, da kommen wir nicht hoch. Okay, können wir nicht weiter. Wir machen, glaube ich, ziemlich viel Schaden. Mit der Elektro-Armor jetzt. Rüstung. Okay. Yep. Hoch, zurück. Hallo? Ah ja. Muss natürlich erstmal eine Meerjungfrau sein. Au. Nein. Okay. Jawohl. Ah ja. So. Hier schauen wir jetzt eine Verbindung. Okay. Tschüss. Bam. Ah ja. Sind nicht immer... Die Transition Rooms sind nicht immer... Fahrstühle oder so, sondern einfach nur anderes Gebiet. Gehen wir jetzt einmal hoch. Ne, wir gehen erstmal runter. Ja. Oh. Bang, bang, bang. Was haben wir hier? Hier waren wir, okay. Ja. Alright. Ah, wieder so Geschichte. Oh, das wird wieder schwer zu übersetzen. Das Universum wurde geboren von einem heiligen Zauber. Genau. Heilende heilige Magie. Musik. Okay. Und deswegen ist das Theater der großartigste von allen Räumen. Wo Kunst... Und somit Leben geboren wird. Wenige standen unter den großartigen Komponisten. Noble Führer und Heiler von den Göttern gesendet, geschickt. Solange Musik mein Theater füllt, werden mein Herz und meine Seele Frieden finden. Okay. Hm, ist das Schloss irgendwie lebendig oder so? Vielleicht? Weil das redet immer in der Ich-Person. Oder ziemlich oft, sagen wir es so. Jetzt gehen wir mal hoch. Kommen wir auch hier wieder hoch. Bam. Jawohl. Ist hier gar nichts. Ja. So,
hier waren wir ja schon. Hier müssen wir auch gleich wieder lang. Aber erstmal will ich zu dem Theater da. Da ist ein... Oder? Komm da... Nee, komm, wir gehen weiter. Da ist auch noch irgendwo ein Theater. So. Wahrscheinlich ist in jedem Gebiet ein Theater. Nicht wahr? Apino wird stärker. Und ich auch. Mit den Kräften der Relikte kann ich vielleicht stark genug werden, um den Dämon zu besiegen. Oder dem nochmal entgegenzutreten. Aber irgendwas stört mich. Claude weiß mehr über diesen Fluch, als er zugibt. Was verheimlicht er? Der kleine Claude. Warum ist die Ladezeit so lang? Das Spiel ist auch irgendwie komisch groß. Also irgendwas mit 4 GB musste ich runterladen oder so? Verstehe ich gar nicht. Vielleicht sind die Texturen halt alle mega krass groß. Weil halt ist halt Pixelgrafik, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht HD sind, ne? In Richtung Speicherpunkt. Aha. Hier können wir jetzt rein. Okay, nochmal lesen. Pethico. Valiant of War. Der beste Krieger. Ich weiß jetzt nicht, was Valiant heißt gerade. Der hat gesungen, um sich selbst zu reinigen. Was? Der Tunnels? Er hat doch von... ihre Tunnel... waren meine... Heißt Veins, Alter. Meine Adern, genau. Ihre Tunnel erstrecken sich vom Himmel zur Erde als meine Adern. Dadurch sind sie gereist. Unter dem wachsamen Auge vom vielaugigen Vogel. Vor dem sind sie geflohen, okay? Agil, intelligent, fertile. Ich weiß nicht, was fertile heißt gerade. Verteidiger. Liebende der Natur. Zu Hause bei unter den Bäumen. Heißt fertile nicht fruchtbar? Fruchtbar, glaube ich. Fruchtbare kleine Leute. Genau, hier lang. Grün. Ach, hier ist wieder Poison. Okay, aua. Doch, es gibt noch ein paar Wege hier. Ich wollte gerade sagen, kann man hier... Können wir hier doch nirgendwo lang? Hier einmal speichern. Einfach nur nach links und dann oder rechts unten, okay. Schlag. Schlag, du Lappen. Jawohl. Bam. Hier nach rechts. Au, okay. Au. Nee. Okay. So. Hier sind auf jeden Fall Wasserfälle. Können wir dann da irgendwo hoch noch? Aua.
Aha. Aha. Da ist wieder ein Entwickler, schätze ich. Hey! Wollen wir da unten lang? Da kannst du ja eigentlich nirgendwo mehr hingehen, ne? Bin einmal kurz hier noch weiter und gucken, was hier ist. Ja, hier geht's nämlich komplett weiter. Alright. Du. Brauchen wir jetzt nicht töten, den Jungen? Ach, hier war Poison, okay. Alles klar, also doch da oben lang. Warum wird das aber nicht als Poison-Raum angezeigt? Gibt's doch, die in der Legende steht, es gibt auch Poison-Räume. Oh! Nächste Quest, aha. Hallo, willkommen im nördlichen Garten. Ist der beste Platz, um die Wiederkehr der Farben zu genießen, oder? Ist es nicht wunderschön? Ich habe dich niemals gesehen, du bist hier neu, oder? Ja, kann man so sagen. Zwie! Ich suche den ältesten Baum, so. Du würdest glauben, dass er ziemlich leicht zu finden wäre, weil er so groß und so ist. Ich wollte die Münzen meiner Eltern hier auch mitnehmen, aber ich habe die auch verloren. Hä? Wie lange suchst du schon? 1500 Jahre. Okay. Was? Ha, ich mache nur Spaß. Ich hab die Zeit nicht mehr gemessen. Ich habe hier rumgehangen mit den Köpfen ohne Körper und mir ihre Geschichten angehört. Wir sind Freunde geworden. Ich wollte dich um Gefallen bitten. Ich muss nach den speziellen Münzen meiner Eltern suchen. Aber hier gibt es so viele böse Kreaturen. Kannst du mir helfen? Ich habe nicht so viel Zeit. Bitte, töten ist nicht, gehört nicht zu meinen, also ich ist nicht, ich töte nicht. Du musst es für mich machen. Zwie! Ich kann dir helfen, dein drittes Auge zu öffnen, so kannst du sie früher finden. What? Mir geht's gut, danke. Find them, okay. Okay, wir sollen irgendwelche Münzen finden. What the hell? Alright. So, darunter können wir ja nicht. Ach, scheiße. Da können wir nicht runter, weil grün und so. Bumm. Au. Wenn's geht, da geht's zum Poison-Raum. Alright. Da ist ein blauer Schalter. Hallo? Bang. Nach rechts geht's gar nicht. Eisenspeicherraum, schön. Da scheint ein Boss zu sein oder so. Gucken wir mal. Ja. Oh. Boy. Okay. Ah, manche Dinge sind halt auch, sind irgendwie gerendert, beziehungsweise sind keine Sprites. Okay, stehe. Ah, ja, klar. Fair. Ich weiß nicht, wie ich ihn angreife.
Ah, da. Okay. Wie schnell soll man denn da sein? What, ey? What the hell? Den rechten habe ich ja schon, deswegen glaube ich. Okay. Ah, okay. Mhm, habe ich mir gedacht. Oh boy. Oh boy. Uiuiuiuiui. Ja. Scheiße. Schnell. Okay. Alright. Nee. Okay. Really? Jetzt ihn. Alright. Komm her. Ja. Kann nur zweimal angreifen. Jetzt kommt das wieder. Nochmal. Ja. Klar. Nee. Ah. Konnte nicht wechseln. Shit. Okay. Alright. Nochmal das andere, yep. Alright. Ein Pixel drin gewesen, kurz. Komm her, Junge. Yes! Okay, mittlerweile, diese Bossfights sind, ja, sind schon ganz cool. Wenn man nicht checkt, was man machen muss. Am Anfang waren diese Kristalle halt so selten da oder so kurz da, aber wenn man halt weiß, dass immer die eine Hand und dann die andere, dann geht's. Was ist hier? Okay. Oh, Erden. Erdenrüstung oder was? Grün. Nice. Gaia. Hm. Ah, okay. Wir können jetzt Poison Gift resistieren. Geil. Und grüne Switches benutzen. Ist das geil? Ja. Gehen aber nochmal. Gehen wir zurück. Ja, wir gehen zurück und speichern. Und ich würde sagen, das wäre es von mir für diese Folge. Wir treffen uns dann im Speicherraum oder da rechts. Da links treffen wir uns, glaube ich. Oder nee, wir treffen uns im Speicherraum in der nächsten Folge. Genau, so machen wir es. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn es das hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.